bin Nietzsche Rother, Student der Hochschule Kaiserslautern und ich stelle heute unsere Virtual Reality Applikation Visual Ray Trace vor. Im Hauptbereich unserer Applikation sehen wir die Repräsentationen des Raytracers. Ein Auge oder eine Kamera, ein Viewport und die Szene, die abgebildet werden soll. Einzelne Strahlen werden aus dem Auge durch den Viewport geschossen, um die Szene hinter dem Viewport zu treffen. Je nach Farbe und Material wird eine bestimmte Farbe für den Pixel berechnet. Unseren Raytracer können wir mit drei Buttons in der Szene selbst steuern. Wir können den Raytracer starten, ihn pausieren, ihn danach wieder fortsetzen, gänzlich stoppen und wieder von neu laufen lassen. Im Zielbereich des Raytracers sind bereits Kugeln platziert. Hierbei handelt es sich entweder um ganzfarbige, metallbezogene oder Glaskugeln. Je nach Material ergeben sich andere Reflexionsverhalten. Zum individuellen Anpassen der Szene können neue Kugeln hinzugefügt werden. Eine neue Kugel wird erzeugt, wird im Controller aufgefasst und mit einem Material versehen. Zur Auswahl stehen ein Metallmaterial, das für Reflexionen sorgt, ein durchsichtiges Glasmaterial und ein Solidkalle-Material zur einfachen Farbgebung. Ist die neue Kugel angepasst, kann sie in der Szene platziert werden. Diese neue Kugel ist nun Teil des Zielbereichs des Raytracers und wird im Getracing-Bild berücksichtigt und taucht auf. Hier sehen wir das neue Element, das wir dem Zielbereich zugefügt haben. Aufgrund des Solid-Color-Materials wird es in einer roten Farbe dargestellt. Und unter dem Objekt selbst wird ein Schatten generiert. Um Einstellungen an dem Raytracer selbst vornehmen zu können, haben wir ein User Interface an der Wand integriert. Hier stehen allgemeine Optionen, das verwendete Sampling-Verfahren und Parameter für die drei Materialien zur Verfügung. Die Applikation kann durch simples Durchschreiben der Exit-Tür beendet werden.